Hallo YouTube. Licht blenden lassen, da ist nur vorübergehend Sonne, ansonsten kommt gleich wieder Regen. Erinnert dich an den Kühlerrahmen, den meine Frau entrostet und lackiert hat? Ja, den durfte ich gerade aufflexen, weil die Kisten vom Ladeluftkühler nicht reinpassen. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Naja. Hätte ich mir nicht denken können. Das ist blöd. Wirklich, wirklich blöd. Naja, lieber jetzt als wesentlich später. Okay, ich flex mal weiter. So, Daddel. Verkabelt, verschlaucht. Moment, Licht. Ja. Hier sieht man dann auch gar nichts, weil ich hier falsch bin. Ne, stimmt gar nicht. Da bin ich. So, da ist dann schon mal der Gewebeschlauch drauf. Der geht dann hier rüber. Und hier oben ein Dieselfilter. Der ist übrigens auch neu. Ja, Kühlsystem ist soweit vollständig. Mal gleich mal auffüllen. Auffüllen werde ich jetzt auch die Servolenkung. Die kriegt praktischerweise das gleiche Öl wie das Getriebe. Ist ja Lenkung und Hydrauliköl. Ladeluftkühler Unterseite. Verschlaucht. Zum Turbo. Jetzt kommt gleich noch die Oberseite zur Ansaugbrücke, Ansaugdruckseite und so weiter und so weiter. Ach ja, Ansaugseite, die Seite. Muss auch noch, Luftfilterkasten muss nachher wieder rein. Allerdings dauert das mit dem, ja, das muss ich noch sauber machen, sehe ich gerade. Dauert das mit dem Servoöl alleine schon ewig. Deswegen wird das noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Bis zur ersten Umdrehung. Wie gesagt, erstmal wird er wirklich nur umdreht. Ja, nur Anlasser. Kein Anspringen. Erwünscht. Weil, muss ich nicht erklären. Muss ich doch erklären. Okay, der Wandler ist komplett leer. Unten in der Ölwanne sind schon mal 5 Liter Getriebeöl. Damit damit die Ölpumpe des Automatikgetriebes schon mal was zu tun hat. So, hier ist auch eine Pumpe dran, die sollte auch nicht trocken laufen. Dann würde ich gerne mit dem ersten Kühlmittel ein bisschen durchspülen. Hier ist ja auch noch das alte Öl drin. Ich habe es doch nicht gewechselt am Kran. Ja. Die Lichtmaschine muss ich gleich nochmal neu verkabeln, weil das Kabel woanders langlegen musste. Geht dann doch so rum, nicht ganz unten durch. Gott sei Dank habe ich genug Autos hier stehen, wo ich mir das abgucken kann. Ja. Ja, der kommt gleich drauf. Damit ist die Seite dann auch zu. Die Heizungsschläuche müssen noch drauf, dann kann das Kühlsystem entlüftet werden. Ja. Ich denke, wir sind ziemlich weit. Ach so, der Ladeluftkühler, so ganz genau die gleiche Größe hat er ja dann doch nicht. Ich sehe ganz schön Spack. Und unten musste ich ein Stück rausflexen. Moment, sieht man das hier? Ja, komm schon. Guck da runter. Nein, geht nicht. Von einer Seite gucken. So, da hinten musste ich ein Stück aus dem Rahmen rausnehmen für den Kasten unten. Ja, der ist ein bisschen größer. Aber ist ja kein Problem. Es gibt ziemlich monströse Ladeluftkühler für den Wagen. Die gehen bis hier. Und das, ja, irgendwo muss die Luft auch herkommen, ne? Wenn man den Turbo gleich lässt, wird er nix. Ja. Ne, sieht bis jetzt gut aus. Heizungsschläuche noch reinsetzen. Dann war es das mit dem Kühlsystem. Das ist dann dicht. Heizungsschläuche habe ich neu da liegen. Habe ich euch schon gezeigt. Ja, Hydrauliköl. Der Ölkühler hier ist auch schon wieder angeschlossen. Das geht unten zum Ölfilter. Hier unten. Da kommt die Leitung an. Da ist auch ein neuer Öldruckfühler drin. Öldrucksensor. Öldruckfühler.
Ja, so sieht es bis jetzt aus. Stimmt, da oben das Ding muss ich auch reindrehen, den Temperatursensor, der hier oben im Kopf sitzt. Ja. Deswegen habe ich gestern aufgehört und ja, irgendwann wird man rappelig und will unbedingt Gas geben und die ganze Sache erledigen. Nee, nee, lieber ins Bett gehen, nächsten Tag. Am nächsten Tag funktioniert, ist das Auto auch noch da. Und so wenig Fehler wie möglich machen, hat schon viel Schönes. Ja, okay. Dann bis gleich. So, ich denke, wir sind soweit. Heizungsschläuche da hinten sind auch drin. Kühlmittel. Gott sei Dank ist dieses Auto relativ anspruchslos, was das Kühlmittel angeht. Ja. Ich treffe garantiert nicht. Oh, Gott, bin ich gut. Ich höre noch nichts plätschern. Schauen wir mal. Von der Seite. Ich höre nichts rauslaufen. Noch nicht. Bin mehr als gespannt. Irgendwas vergisst man doch immer, oder? Jetzt habe ich geplempert. Kühlmittelvermögen ist hier übrigens 12 Liter. Ich höre immer noch nichts. Ah, Behälter voll. Also das, was ich höre, hört sich nicht schlimm an. So, ersten 5 Liter sind drin. Und es hört sich so an, als ob nichts rausplätschert. Schon mal wesentlicher Vorteil. So, zweiter 5 Liter Kanister. Ah. Da ist schon mal ein ordentlicher Schluck weg jetzt. Sollte vielleicht mal schräg halten. Mal hier ein bisschen schubsen. Ja. So ist das. Total spannend, ne? Ja, das sind so die Luftblasen, die ich gerne so raus hätte, ohne dass der Motor läuft. Ist alles etwas komplex mit dem Wasserverlauf bei dem Auto. Deswegen hat er auch mehrere Lüftungsöffnungen. Einmal hier am Kühler, dann hier oben am Thermostat und Jahre später. Ja. Okay, ich mache mal weiter. Bis gleich. So, die Batterie ist drin. Angeschlossen. Ist nichts durchgebrannt bis jetzt.
Hier sieht auch alles gut aus. Hier hinter laufen die, ne, Hauptanschlüsse. Wasser drin. Öl drin. Das alte mit, da ist jetzt schon Ölspülung drin. Frostschutz sind 10 Liter drin. Plus 2 Liter Wasser. Das garantiert noch Luft in der Heizung, logischerweise, weil das geht erst hier hinten ab, die Heizung. Ja. Ja. Ist noch kein Ventilator drauf, ist noch kein Plastikding drauf und so weiter und so weiter. Das ist jetzt auch alles nicht so wichtig. Wichtig ist, Motor muss drehen, dass das Getriebe ein bisschen Öl abkriegt. Ja. Ich glaube, 9 Liter sind, glaube ich, die Komplettbefüllung. Da muss ich mich echt rantasten. Okay. So, Wagenheber. Geh mal weg. Aua. Nicht auf den eigenen Fuß fahren. Blöde Sache. Okay. Wer denn hier gesessen? Ich vermute ein Zwerg. Wegfahrsperre. Aus. Jetzt bin ich gespannt. Noch kein Öldrucklicht. Okay, dann ist der Stecker nochmal abgerutscht, als ich nochmal den Kabelbaum nachgezogen habe. Ah ja, abgerutscht. Okay. Muss ich noch mal neu überdenken. Der kommt da raus, also kann der auch hier rüber. Deshalb rutscht der mal raus. Ja. Okay. Jetzt da drauf auf den Anschluss. So. Von der Theorie her müssten wir jetzt auch ein Licht haben für den Öldruck. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit der Vorglühanlage, die ist noch nicht angeschlossen. So, muss ich gleich mal genau schauen. Der müsste hier irgendwo rauskommen. Ah ja, nee, das ist er nicht. Ist er das? Das ist er auch nicht. Wo ist er? Nein. Schwierig. Ja, den finde ich gleich bestimmt auch noch. Ist nicht mehr so wahnsinnig kompliziert sein, eine Leitung zu finden. Nein, das ist eine Unterdruckleitung. Das auch nicht. Okay. Nochmal starten und gucken, ob Öldruck da ist, beziehungsweise ob er auch aufgebaut wird. Ah ja, da ist die Lampe. Ja. Jetzt müsste er gleich wieder auftauchen. Müsste. Also. So, gleich mal gucken, ob da oben auch Diesel im Filter ankommt. Der ist ja auch leer gewesen. Schwierige Angelegenheit. Einfach gelöst. Hier ist nämlich eine Entlüftungsschraube dran. Und oh ja, da kommt Luftdruck raus. Druckluft. Luftdruck? Egal. Mit der Handpumpe.
Das kriegen wir hin. So, Wasser ist auch ein bisschen mehr durchgelaufen. Okay. Jetzt dürfte ich hier vorne im Kühler auf der Ölkühlerseite auch schon Öl haben, weil Öldruck da gewesen ist. Wird direkt am Filter gemessen und von da aus gehen auch die Leitungen ab. Okay. Jetzt werde ich die Einspritzpumpe verkabeln. Oh, das wird laut. Ich habe noch keinen Auspuff dran. Obwohl durch den Turbo sollte das eigentlich relativ harmlos sein, was da rauskommt. Okay, ich habe ihn durchgedreht, ich habe Öldruck. Ich gucke jetzt, dass ich die Einspritzpumpe verkabel und dann sehen wir weiter. Ja, die Einspritzpumpe ist verkabelt. Ja, es geht da unten an dieses Stoppventil. Kommt von hier. Erstmal provisorisch. So ein bisschen was umstricken, weil das ein bisschen anders ist bei dem Motor, also bei der Pumpe. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob da irgendein Lebenszeichen kommt. Oder ob wir jetzt alle sterben werden. Da ist da Luft drin. Gerade wieder Sonnenschein. Ja, das gefällt ihm nicht. Erstmal drücken. Alter Schwede. Ja, Luft gefällt ihm nicht. Da kommt noch nicht viel. Alter Schwede. Puh. Ist noch ohne Ende Luft drin. Der Filter ist nicht im Ansatz voll. Müsste voll sein. Ich sehe das dusselige Gewebe von dem Teil da. Jetzt schnappe ich mir eine Spritze und mache den Filter voll mit Zweitaktöl, damit die Pumpe sich ein bisschen beruhigt. Ja. Okay, bis gleich. So, ich habe da jetzt Zweitaktöl in den Filter geballert, bis oben hin. Und dabei auch gleich noch ein bisschen, naja, den Versuch einer Entlüftung. Naja, schauen wir mal. Ah, der Drehzahlmesser will noch nicht. Luftblasen ohne Ende. Ja, solange wie der jetzt stand, ist natürlich alles aus den Leitungen raus.
riecht auch gar nicht mal so gut. Drehzahlmesser, ich muss da nochmal an der Lichtmaschine gucken. Ja, komplett luftleere Leitung beim Diesel ist nicht witzig. Das nervt erheblich. Deswegen nie leer fahren die Dinger. Das nervt richtig. Cool ist jetzt nicht vergleichbar, ne? Weil hier Rücklaufleitung, Zulieferleitung, alles komplett leer, radikal leer ist. Zur Deutsche muss alles erstmal aus dem Takt nach vorne und so weiter und so weiter. Okay, ich lasse mich noch ein bisschen voll stinken. Bis gleich. Ja, klingt schon besser. Rücklaufleitung platt. Kommt gleich neue drauf. Rücklaufleitungen aus den Dingern sind sowieso total untauglich. Das sieht man überall. Hätte ich mal vorher wechseln müssen. Aber es hilft jetzt eigentlich beim Erklüften, also von daher. So richtig, aber komm. Ich glaube, dass wir erstmal warm laufen. Dann erledigt sich eigentlich schon mal von selbst. Puh. Klingt aber schon mal ganz nett. Ne, Drehzahlmesser hat immer noch keine Lust. Tja. Lass wir erstmal warm laufen, dann sehen wir weiter. Mal gucken, was da hier los ist. Ah, Öl nachkippen. Ja. Okay, bis gleich. So. Die
man sieht, noch keine Haube drauf. Wir sind im Feld, interessiert kein Schwein hier. Hab gerade gemerkt, die Rücklaufleitungen sind wirklich komplett mürbe. Getriebe schaltet schön. Halt doch mal bitte an. Bremskraftverstärker läuft? Ja, läuft. Ja, kein Auspuff dran, keine Haube drauf, hört sich lustig an. So, dann fahren wir mal los. So bei Viertelgas und mal gucken, wie es hier schaltet. Bisschen Gas weg. Da war ein Gangwechsel. Okay, Kickdown-Kabel ist noch zu kurz. Jetzt kommt einer entgegen, super. Nächster Gang, ja. Gang. So. Temperatur haben wir auch. Heizung läuft. Testen wir mal den neuen Wendekreis. Das ist eigentlich noch der alte Wendekreis. Der ist genauso beschissen wie der. Ja, deswegen ist es ein Geländewagen, damit man durch den Graben fahren kann, weil der Wendekreis nicht reicht. Ich glaube, so tief runter wollen wir dann doch nicht. Nee. Kurbelgehäuseentlüftung ist übrigens auch noch nicht montiert. Auch gute, definitiv absichtlich. Wir wissen ja, wie lange der Motor stand. Ein vorsichtiges Aufwecken halt. Noch ein bisschen Gas. Der Motor fühlt sich auch schon vom Grund auf kräftiger an. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, wir haben keinen Sprit mehr. Nicht mehr so viel. Jetzt geben wir ordentlich Gas. Ja, es war nicht ganz so ordentlich, wie ich dachte, aber ja, sieht gut aus. So, jetzt sind wir in der Werkstatt. Wieder in der Werkstatt. So, mit der Konstruktion komme ich jetzt ein bisschen einfacher darunter, um den Ölwechsel zu machen. Zwar insgesamt kein besonders tiefes Auto, aber es ist halt bequemer. Vor allen Dingen hoffe ich, dass das Öl an der Achse vorbeiläuft.
Das kann dieses Auto nämlich super gut. Ne? Ölablassschraube auf, erstmal ein super Schwall genau in die Ölwanne und dann alles über die Achse. Okay, jetzt mache ich den Ölwechsel und dann sehen wir weiter. Ja, der Feierabend steht kurz bevor. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Läuft schon besser, aber noch nicht wirklich gut. Ich habe jetzt 1000 Mal entlüftet, wird schon langsam besser. Naja, der Wagen stand, bzw. der Motor hing natürlich in der Luft und da war 1000 Mal Luft drin. Ölwechsel ist jetzt durch. Ja. Wackelt aber immer noch ein bisschen. Ja, ich denke, das wird es beim Fahren geben. Der Filter hat sich endlich entlüften lassen. Die Lichtmaschine. Hat einen guten Wert. Ist auch recht stabil, wenn man das Licht einschaltet. Die reicht erstmal, bis ich die andere überholt habe. Irgendwo hier. Was? Ich denke, den Schlauch werde ich noch austauschen. Das wäre jetzt kein Akt. Ja, kann man mit leben, denke ich erstmal. Aber wird langsam dunkel, ich habe Hunger und ich denke, ich werde jetzt mal Feierabend machen. Das soll mir erstmal reichen. Er fährt, er schaltet, ein paar Einstellungen noch. Und dann können wir den Motorraum komplettieren. Dann muss ich auch mal gucken, was mit meinem Drehzahlmesser los ist. Eigentlich ist das hier die Leitung, hier, die den Drehzahlmesser antreibt. Gerade keine Lust, glaube ich. Okay. Ich wünsche alle angenehme Nachtruhe. Ja, hallo zusammen. Wie man sieht, da ist eine Haube drauf. Da ist ein Ventilator vorne dran. Waschwasserbehälter, sogar gefüllt. Batterie ist drin. Haube gerade noch mal eben eingestellt. Ging nicht zu, dabei war der hier verbogen. Naja. Ja, Luftfilterkasten, neu verklebt und abgedichtet, wie gesagt, ne, wegen Unterwasserfahrten. Tempomatseilzug habe ich jetzt erstmal hier in die Ecke gewickelt, stört doch nicht. Ja. Auspuff ist immer noch nicht dran. Bin wie gesagt noch nicht ganz schlüssig, welchen Katalysator ich einbauen soll. Original oder einer von diesen seltenen Euro 3 Dingern. Die 300er TDI kriegt man sogar bis zur grünen Plakette. Dann laufen die allerdings wie ein Sacknüsse. Und saufen einen ins Koma. Also das ist nicht so wirklich witzig. Die Kurbelgehäuseentlüftung wird in Zukunft nicht mehr. Hatte ich glaube ich schon vorher. Wird in Zukunft nicht mehr in die Ansaugung abblasen. Das ist geschlossen. Ja, das ist alles soweit fertig. Da ist ein Brot. Ich muss leider eine Unterbrechung machen. Ich muss was essen. So, das Brot habe ich abgearbeitet. Ja, also wie gesagt. Alles verkabelt. Die Probefahrt habt ihr gesehen. Jetzt geht es gleich einmal zur Tankstelle. Frischen Sprit rein. Läuft immer noch wie ein Sacknüsse. Aber das dauert wirklich etwas länger, bis die Dinger wirklich entlüftet sind. Das ist übel, ist das. Ich überlege gerade, ob diese Dichtung da oben wirklich dicht ist. Das glänzt da oben irgendwie. Ja. Naja. Auch das wird sich später noch herausstellen.
Wie gesagt, jetzt brauche ich gleich erstmal so ein bisschen. Drehzahlmesser geht übrigens auch wieder. Ja. Ich brauche ein bisschen Betriebstemperatur. Ein bisschen mehr Sprit. Und dann kommt da nochmal eine Messung bezüglich Getriebeöl, Motoröl, Wasser und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also eine etwas längere Strecke. Immer noch ohne Auspuff, aber so laut ist er dann auch wieder nicht. Ja. Wollen wir mal gucken. Tankstelle ist nicht allzu weit. Nur 7 Kilometer oder so. Das geht. Ja, dann tanken wir mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hallo nochmal. Ja, wir haben schon nach 1 Uhr. Und mich hat der Motorlauf noch beschäftigt. So richtig gut ist er nicht. Meiner Meinung nach. Ich habe da mir da Besseres gewohnt. Kleines Detail noch. Ich habe die Verkleidung vom Kühler nicht montiert. Wir werden sehen, was das bringt. Das ist diese schwarze Kühlereinfassung. Letztendlich deckt die den Ventilator nicht wirklich ab und naja. Das Doppelbatteriesystem, da bin ich noch am Überlegen. Ich habe eine AGM-Batterie. Die möchte ich aber nicht im Motorraum haben, die möchte ich lieber hinten in der Nähe der Verbraucher haben. Das bedeutet, ich muss eine Ladeleitung nach hinten legen. Also von dieser Batterie, Lichtmaschine haben wir geprüft, funktioniert super. Von dieser Batterie quasi innerhalb von 30 cm nach Abgang eine fette Sicherung. Ist Versicherungsvorschrift, ist halt so. Also, nach der Batterie 30 cm, also innerhalb von 30 cm muss eine Absicherung stattfinden. So, danach den ganzen Weg nach hinten in den Laderaum. Das wird dann wohl auf der Beifahrerseite stattfinden. So, von da aus werde ich in den Verteiler gehen. Was will ich da alles ansteuern? Ansteuern möchte ich erstmal einen 220 Volt Spannungswandler von 12 auf 220 Volt, um meinen Laptop zu laden und der Geier weiß, ich glaube 1000 Watt kann der ab, den ich da habe. Dann diverse USB-Steckdosen, Handy laden und so weiter. Dann geht das natürlich in normale, na, wie heißt das nochmal gleich? Ja, Zigarettenanzünder, genau, so heißt das Wort. Oh Gott. Ja, in Zigarettenanzünder, um eine Kühlbox zu betreiben. Und natürlich die Standheizung. So. Auch das wieder einzeln abgesichert. Das wird also ein etwas größeres Elektrikprojekt. Deswegen habe ich das Zweitbatteriesystem erstmal ausgebaut und abgeklemmt. Ist jetzt nicht schlimm, die Standheizung brauchen wir eh nicht. Ist ja warm. So. Motorlauf. Da war ich jetzt gerade. Im Normalfall würde man jetzt, um Früh- oder Späteinspritzung zu erreichen, diese Pumpe drehen. Die ist aber in diesem Fall statisch eingebaut. Die lässt sich nicht drehen. Ja. Was tun? Dieser Deckel da, der auch im Nebenberuf eine Spannrolle ist, den kann man lösen. Dann lässt der den Keilriemen der Klimaanlage los. Dahinter ist das Zahnriemenrad der Pumpe. Den werde ich jetzt mal eben abmontieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sehen wir jetzt, ja, das ist praktisch das Antriebsrad. Das habt ihr vorher beim Zahnriemenwechsel, habt ihr das gesehen. Hier oben sitzt die Pumpe, beziehungsweise dahinter, seht ihr ja, da ist sie. So. Dieser seltsame Motorlauf, den wir jetzt im Moment haben. Gut, er fährt. Ne? Hört sich aber seltsam an und überhaupt nicht nach Diesel. So. Das ist ein Direkteinspritzer. Ein Direkteinspritzer nagelt. Das ist wirklich kein auf Komfort ausgelegter Motor. Der nagelt normalerweise richtig übel. So.
Das Problem an der ganzen Sache ist, der hier nagelt gar nicht und ich habe nicht mal einen Auspuff dran. Ne? Das, was er macht, ist ziemlich viel Blaurauch. Blaurauch bedeutet, wir haben keine optimale Verbrennung. Ergo haben wir keine Leistung und einen unfassbaren Verbrauch. Weil wir für die gleiche Beschleunigung quasi mehr Gas geben müssen und da überflüssigerweise Diesel verballert wird. So, wie kriege ich das jetzt hin, dass das dahin filmt und ich weiter arbeiten kann? Das wird schwierig. Vielleicht kriege ich es hin. Nee, das kippt. Blöd. Na egal. Das Problem ist offensichtlich der zu späte Einspritzpunkt. Also, der Kolben geht hoch. Wir sind jetzt beim Direkteinspritzer, ne? Der Kolben geht hoch. Wenn es gut läuft, kommt der Kolben hoch, die Luft, die Ventile sind geschlossen, die Luft wird komprimiert, es wird heiß. Und ganz kurz bevor der auf OT geht, also der obere Todpunkt, mit der maximalen Kompression, sagt der Direkteinspritzer, nur der Direkteinspritzer, Vorkammerdiesel funktionieren dann ein bisschen anders, sagt der Direkteinspritzer, okay, ich spritze jetzt mal ein, okay, alles klar, super, kommt Sprit rein, heiße Luft, super, bumm. So. Das geht in dieser Bewegung über. Das Nageln, was so ein Direkteinspritzer macht, wenn er jetzt nicht gerade Piloteinspritzungen und sowas in der Richtung hat, kommt genau deswegen. Weil der direkt praktisch in die heiße, komprimierte Luft in das zündfäh in ein zündfähiges Gemisch daraus macht. Oh Mann, das ist schwierig zu erklären. So. Der Kolben geht wieder runter und das Spiel geht viermal. So, wird zu spät eingespritzt. Das bedeutet, der Kolben ist schon auf dem Weg nach unten. Haben wir schon eine reduzierte Komprimierung der Luft? Weniger Hitze, logisch. Und das Gemisch wird unvollständig verbrannt. So, das ist schlecht. Wie jedem klar sein dürfte. Also muss ich die Pumpe auf früh stellen. So nennt man das umgangssprachlich. Die steht jetzt auf spät. Das ist. Und so wie ich das sehe, steht die volle Kanne auf spät. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, der Wagen lief auf Spätzündung. Ich habe jetzt nochmal kontrolliert, nochmal die Steuerzeiten kontrolliert. Da unten stehen wir auch gut. Stehen wir sehr gut. Ja, was war passiert? Die Pumpe lässt sich ja hier oben variabel einstellen. Das Problem an der ganzen Sache ist, ja, die lässt sich einstellen. Nein, die Wandzahl übersprungen. Ja, wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht so genau, weil da ja dieser Pin drin ist. Ja. Alles steht auf OT. Jetzt steht das Ganze vernünftig. Kann passieren. Deswegen guckt man einfach nochmal nach. Ich glaube auch nicht, dass die ein Pin über, also, dass die einen Zahn übersprungen ist, sondern dass ich einfach die Pumpe vorher zu weit gelöst hatte. Also hier dieses Rad. Und dass ich das praktisch, na, wie heißt es nochmal gleich? Ich habe, wow, jetzt wird es schwierig. Also ich habe so weit nach spät gestellt, also zur Mitte gestellt, dass ich nur noch Richtung spät verstellen konnte. Das, ja, das war zu spät. So, jetzt habe ich hier, sind wir hier genau in der Mitte. Naja, ziemlich genau in der Mitte. Jetzt habe ich nach rechts und links natürlich logischerweise noch Platz für eine Einstellung. So.
Jetzt muss ich den ganzen Blödsinn wieder zusammenbauen, die Drehmomente wieder einstellen. Und dann sollte das eventuell etwas besser laufen. Ja. Einmal durchgedreht habe ich schon. Wie gesagt, das reicht hier noch nicht, ne? Ich habe jetzt nur mal so ein bisschen vorläufig ein bisschen eingestellt, dass ich einmal durchdrehen konnte. Nicht ich, dass ich den Motor einmal durchdrehen konnte. Stimmt auch soweit alles. Über kurz oder lang müssen wir nach unten auf jeden Fall dieses Rad mit der Kette, mit dem Käfig besorgen. Mit dieser Scheibe, die integriert ist. Ja. Ich denke, allzu lange wird dieser Riemen hier nicht drin sein. 50, 60.000 vielleicht. Und dann schmeiße ich den ganzen Scheiß nochmal raus. Vom Winter wahrscheinlich. Ja. Ja, dem Auto hätten sie wirklich, also dem Motor hätten sie wirklich eine Steuerkette verpassen sollen. Das wäre wesentlich einfach gewesen. Dann wäre das echt ein Ewigkeitsmotor. Zahnriemen begrenzen das alles immer so ein bisschen. Sehr sogar. Ich bin kein großer Fan von Zahnriemen. Ja gut, ne? Produktion ist einfacher, aber eine ordentliche Duplex-Kette. Ja, in meinen Videos findet ihr mal ein Taxi, den 200er Diesel. Und der fährt ungeöffnet. Der macht keinen Ärger. Den habe ich damals verkauft. Er fährt und fährt und fährt. Ungeöffneter Motor. Gut, hat noch nicht viel runter gehabt, aber die Dinger laufen 700.000, 800.000 Kilometer, da passiert gar nichts. Nee, Steuerkette ist mir lieber, ehrlich gesagt. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, das Ding hier mit Zahnrädern umzu konzeptionieren. Das wäre jetzt etwas blöd. Oh, entschuldigt bitte das Flackern, das ist die LED-Leuchte. So, ich habe jetzt die Einspritzpumpe eingestellt. Im Verhältnis Kurbelwelle, Korkenwelle und so weiter. Hier steht alles auf UT. Ja, hier sieht man schlecht. Da in der Ecke ist der Pfeil, da ist die Kerbe. Ja, ich habe meiner Frau schon gesagt, wenn ich das nächste Mal eine Information brauche und ich gucke versehentlich im Blacklandy-Forum, soll sie mich bitte hauen. Jedes Mal, jedes Mal. Nur unerträgliches Geschwafel. Da stellt jemand eine einfache Frage, statt eine Antwort zu geben, klugscheißern alle auf Kommando rum wie. Ah, oh, ekelhaft. Ja. Jeder ist besser, jeder kann besser und alle haben 1000 Jahre Erfahrung und trotzdem stellen alle Fragen. Übel. Deswegen mag ich Foren überhaupt nicht. Gibt immer so die Archetypen, da drin rumrennen, der Klugscheißer. Ne? Dann gibt es die von nichts eine Ahnung haben, aber viel reden. Da liegt der platte Reifen garantiert am AGR-Ventil, weil das war vom Schwager, seinem Neffen, dem Chef war das auch so. Ne? Das ist immer das Gleiche. Boah, ja. Auf jeden Fall habe ich es jetzt hingekriegt. Alles im Verhältnis eingestellt. Die Spannung vom Zahnriemen ist optimal. Dreimal durchgedreht, er wandert nicht raus. Ich denke, so können wir erstmal fahren. Aber wie gesagt, die Rolle unten mit dem Zahn, mit der Käfig, werde ich auf jeden Fall nachrüsten. Beziehungsweise ich werde den Zahnriemenwechsel vorziehen. Das ist mir zu unheimlich, ehrlich gesagt. Dieses Rauswandern. Also, wenn ihr den Zahnriemen wechselt beim 300er TDI, dann dringend dieses Ding da nachrüsten. Also wie gesagt, die beiden Spannrollen, die alten Systeme gibt es immer noch zu kaufen, deswegen, ne? Diese beiden Spannrollen. Und hier unten gibt es dann ein Zahnrad mit einem Käfig hier auf der Außenseite, dass der Zahnriemen nicht mehr raus kann. Bitte nachrüsten. Ich mache es auch, jetzt nicht sofort. Wir fahren erstmal mit dem Ding jetzt und dann werden wir sehen, wie weit er rauswandert. Ein Zahnriemen kostet ein Appel und ein Ei und die Spannrolle da unten, ach die Spannrolle, das Zahnrad da unten kostet 46 Euro, meine ich. Dann werde ich das nochmal nachrüsten. Ja. Und so wild ist das alles auch nicht.
Wie gesagt, die Pumpe habe ich jetzt dynamisch eingestellt. Da filme ich absichtlich bei nicht, ne? Also Finger weg von den Pumpen. Wenn man da Steuerzeiten, Pumpen etc., wenn man zu wenig Erfahrung hat, da kann man ganz gewaltig Mist mitbauen. Da fährt dann nichts mehr, ne? Dann ist Auto kaputt. Deswegen mache ich auch kein Tutorial über sowas. Für denjenigen, der fragen muss, wie das geht, ist der Bosch-Dienst der beste Ansprechpartner. Ein Diesel-Bosch-Dienst. Hier in Lüneburg ist das die Firma Tieding. Ja, ich kriege da kein Geld für. Den nennt man nicht umsonst Dieselkönig. Der macht auch die ganzen Einspritzpumpen für die Landmaschinen hier in der Gegend. Das ist, also die wissen bei Diesel, was los ist. Da kann man auch mit Einspritzdüsen hingehen und die testen die kostenlos, ob der, die haben ja einen festgelegten Druck, wann die auslösen und dann einspritzen. Ja, da bei denen kann man das testen lassen, ob die noch den Druck halten. Weil wenn die anfangen zu tropfen, können die ganz schnell so einen Kolben durchhauen. Auch Dieseltropfen entzünden sich bei der Verdichtung und das ist nicht gut. Ja, ich denke, ich hab's. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ja, Entschuldigung, ich bin total müde. Es ist 12:30 Uhr. Aber ich baue das jetzt trotzdem noch zusammen. Weil Testlauf, ne? Weil Kühler muss hier wieder rein und so weiter. Ja, manchmal, wie gesagt, das ist das Gute, wenn man die Werkstatt nebenan hat. Einfach mal, huch, Idee, geht los. Ja? Bei mir ist das so. Deswegen könnte ich niemals eine Werkstatt, ich hatte das früher auch, musste ich 20 Kilometer fahren, bis ich in der Werkstatt war. Und das geht gar nicht. Also bei mir geht es nicht. Jedes Mal 20 Kilometer hin, zurück, bis dahin ist die Idee weg. Jedes Mal rennt man mit dem Diktiergerät durch die Gegend, und um sich das zu merken, was einem gerade eingefallen ist. Nee, ich mache das gerne sofort. Mir ist es gerade beim Fernsehen gucken, beziehungsweise ich habe keinen Fernsehen, aber ich habe YouTube geguckt. Und da gibt es eine Seite, beziehungsweise einen Kanal, Britannica Restorations. Der Mann lebt in Kanada, scheint Brite zu sein, so wie er spricht. Und ich würde sagen, so knappe 2000 Jahre Erfahrung, komprimiert in einem Menschen. Ja, der ist eine Kompetenz. Ganz im Gegensatz zu den meisten, die in Deutschland rumrennen und Land Rover fahren. Also wenn man irgendetwas irgendwo abguckt, dann bei ihm bitte. Der Mann weiß, was in diesen Motoren vor sich geht. Aktuell werden in Kanada ziemlich viele afrikanische Fahrzeuge aus Ghana etc. Importiert. Aus Malawi, aus Ghana und so weiter. Die sind technisch dann doch schon hart an der Grenze, ne? Und er baut die Dinger wieder auf im Kundenauftrag. Die werden versteigert in Kanada. Da kann man die Dinger auch ganz gut gebrauchen. Wäre auch mein Auswanderungsziel Nummer 1, muss ich sagen. Ja, und dann werden die da von ihm wieder aufgebaut. Im Kundenauftrag. Die Leute, die er steigern, bringen die zu ihm und dann baut er die wieder auf. Inklusive der Motoren. Und deswegen hat er ziemlich viel Videocontent, den er da verbreiten kann. Und wie gesagt, sagenhafte Kompetenz, ne, auf dem Gebiet. Es gibt eigentlich nur ihn. Ne, ich habe so viel geguckt. Ja gut, es gibt noch Trailerfitter Toolbox. Dann noch diverse Schulungsvideo von Paddock und sowas, alles in der Richtung. Okay, da kann man auch mal hier und da gucken. Aber wie gesagt, wenn man jemanden finden will, wo alles einmal abgearbeitet wird, dann ist er ganz weit vorne dabei. So, ich baue den Kram jetzt wieder zusammen, dann springe ich komplett übergangslos ins Bett. Und ich wünsche euch ja noch schöne Pfingsten. Das Wetter ist ja richtig bescheiden, deswegen schön in Anführungsstrichen, ne? Also mir geht es auch langsam auf die Nerven. Und in Südeuropa sterben die Leute mehr, schon mehr oder weniger schon wieder vor Hitze. Ja, ich lache mich tot. Finde ich nicht gut. Ein bisschen wärmer könnte es wirklich mal sein. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ihr habt gesehen, der Wagen fährt. Ich habe jetzt nur noch mal nachkontrolliert, habe alles noch mal eingestellt, noch mal nachgestellt,
Hab mir das nochmal angeguckt mit dem Zahnriemen, mit der Spannung und so weiter. Der Wagen springt an, der Wagen fährt. Jetzt wird er auch ein bisschen besser laufen. Der stand, wie gesagt, ganz massiv auf Spät. Das kann man mit diesem Rad hier einstellen. Aber wie gesagt, bitte nicht machen. Nicht machen, wenn man keine Erfahrung damit hat, dann macht man mehr kaputt, als dass es in irgendeiner Weise nützt. Bis zum nächsten Video.